Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur ersten Live-Session von Webminden, einer Initiative, einer Idee, einer Aktion, die jetzt im Rahmen der aktuellen Zeit, Corona-Zeit, ganz schnell sich entwickelt hat. Ich darf euch und Sie alle recht herzlich begrüßen, die hier schon so zahlreich erschienen sind und mich hoffentlich auch hören. Ich darf daneben auch unseren Chefbundestrainer, den ihr hoffentlich alle auch schon auf der rechten Seite sehen solltet, Detlef Poste, begrüßen. Unseren Verbandspsychologen Moritz Anderten, der auch mal kurz winken kann. Hallo Moritz. Und Dimo Runo müsste sich eigentlich auch gleich zeigen. Der kommt auch gleich dazu. Unseren leitenden Bundestrainer für die Disziplinen Doppel und Mixed. Ich möchte ganz kurz einführen und als erstes mal einen kurzen Check machen, ob mich und uns auch gleich alle hören können. Und zwar jeder, der mich hört, klickt doch bitte mal auf seinen Namen in der linken Spalte und kann dort einen Status setzen und hebt einfach mal bitte kurz die Hand, was mir das Signal gibt, dass ihr mich hören könnt oder einen Daumen hoch. Genau, dann wissen wir, dass ihr uns hört. Super. Ich starte jetzt auch mit der Aufzeichnung und begrüße euch nochmals alle recht herzlich zur ersten Live-Session von DBV Webminden. Eine Idee, die irgendwo schon länger irgendwo schlummerte, aber aufgrund der aktuellen Situation, der aktuellen Corona-Zeit jetzt ganz schnell zum Leben erweckt wurde. Und wir hoffen, dass der Andrang, so wie er jetzt auch ist, auch noch viel weitergeht und wir dadurch einfach auf digitalem Wege und hoffentlich, das ist auch mein Wunsch an euch alle, an Sie alle, wir auch alle gesund bleiben und uns nicht nur digital austauschen, sondern bald auch wieder persönlich und live in Action auf dem Badmintonfeld. Die erste Session möchten wir starten und auch ein bisschen in die Thematik einführen, warum wir das Ganze machen. Und das liegt einfach daran, dass wir ja schon lange die Idee haben, noch mehr Angebote zu machen für jedermann, für alle, heruntergebrochen auf verschiedene Themen, aber die dann auch jeder nutzen kann und vor allen Dingen auch verschiedene Themen mal konkret mit Experten oder mit Spielern, mit Trainern, mit Betreuern aus dem Leistungssportbereich, aber auch aus anderen Bereichen, das in regelmäßigen Abständen jetzt bis auf Weiteres so anbieten zu können. Die ersten Sessions sind fertig geplant. Wir haben die ersten fünf auch jetzt schon terminiert. Alles Weitere folgt jetzt nach und nach. Die Pipeline ist lang und ich hoffe, dass wir da auch möglichst lang miteinander von profitieren können. Ich möchte zum Einstieg gerne abgeben an unseren Chefbundestrainer Detlef Poste, der an Sie, an euch auch ein paar Worte richten möchte, gerade in der aktuellen Zeit, aber auch grundsätzlich, dass wir gemeinsam Badminton Deutschland noch weiter voranbringen. Bitte, Detlef. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, auch zu hören. Ja, der Hannes hat mich eigentlich als Einpeitscher bestellt noch, weil die Hauptacts kommen nach mir. Das sind Dimo und Moritz. Ich sehe, wir sind bei 97 Teilnehmer. Ich glaube, bei 100 macht das System dicht. Freue mich, dass so viele dabei sind. Ja, und begrüße euch natürlich in besonderen Zeiten. Die weltweite Corona-Krise bedeutet, denke ich, für alle von uns mehr oder weniger große Herausforderungen, privat, beruflich. Und natürlich auch in unserem Sport. Und diese Web-Sessions wollen wir tatsächlich nutzen, um so diese Idee von einem größeren Austausch, gemeinsameren Badminton Deutschland voranzutreiben und hier natürlich ein paar Einblicke auch zu geben, wie wir denn mit dieser Geschichte umgehen im DBV. Was machen jetzt eigentlich die Bundestrainer? Hier heute 17 Uhr. Ich hatte ab 13 Uhr eine Skype-Konferenz nach der anderen. So sieht es zum Beispiel privat aus und morgen wird es auch nicht anders. Da ist von 9 bis 18 Uhr alles durchgeplant. Mit den Landesverbänden der Nachwuchsstützpunkte gibt es da einen Austausch. Also es ist nicht so, dass Däumchen gedreht wird und so ist es auch bei unseren Nationalspielern. Dazu nachher aber noch etwas mehr. So ein paar Beispiele oder erstmal, was haben wir aus der Krise rausgenommen? Als es damals schon anfing,
Wir hatten ja auch Spieler bei uns, die German Open sind ausgefallen. Haben wir natürlich mit den Spielern geredet. Und wie gehen wir denn damit um und wie sehen wir das jetzt? Und es war sehr schnell klar für alle Beteiligten, dass wir eigentlich uns bewusst sind, dass wir nicht groß hinterfragen, sind die Maßnahmen denn jetzt viel zu einschränkend und das gibt's doch gar nicht und alles übertrieben, sondern dass wir gesagt haben, wir sind da keine Gesundheitsexperten und wollen es auch gar nicht werden, sondern wir vertrauen auch auf das, was die Virologen und andere jetzt an Maßnahmen ergreifen und gehen damit verantwortungsvoll um, nehmen unsere soziale Verantwortung wahr und wollen eigentlich auch Vorbilder sein in dem, wie wir uns verhalten. Und es hat ja relativ schnell dazu geführt, dass die Athleten bei uns auch ins nach Hause gegangen sind in ein Heimtraining, was dann schnellstens zu organisieren war. Aber muss mein Eindruck ganz klar von den Gesprächen mit den Spielern, da waren wir uns einig. Das hat uns irgendwie auch als Gruppe so gepackt, zu sagen, nein, da sind wir Vorreiter. Wir bleiben zu Hause und machen dann das Beste draus. Und das ist eigentlich schon Punkt 2, das Beste draus machen, was wir ja auch probieren und ihr sicherlich bei euch auch in euren Umfeldern. Ich kriege das auch mit, bin ja selbst in einem Verein Mitglied, da wird auch was rumgeschickt, Treppenspringen im Haus und dies und jenes und was man alles machen kann. Ich denke mir manchmal immer, sagt bitte auch allen Leuten, bei neuen Trainingsformen immer aufpassen, Verletzungsgefahr, nicht jeder sollte jetzt draußen mal Sprints direkt machen, wenn er das vorher nie gemacht hat, sondern das muss man alles vorbereiten. Aber es gibt viele Aktivitäten. Wir haben so einen Begriff eigentlich geprägt, zu Hause jetzt mal anders am Federball bleiben. Das ist so ein Motto. Und was zählt dazu? Wo liegen eigentlich auch Chancen in dieser Krise? Und jede Krise ist sicherlich eine Chance. Also für uns ganz sicher, oder die Schwerpunkte, die wir uns gesetzt haben, einmal im Bereich Fitness, Fitness halten, aber auch verbessern. Wir kommen jetzt natürlich nicht aufs Feld, das fällt flach, aber im Bereich Grundlagenausdauer, Kraft, Beweglichkeit, da wollen wir vorankommen. Da wollen wir sogar sagen, in den 4 bis 6 Wochen, wir wissen nicht, wie lange es jetzt noch dauert, da wollen wir einen deutlichen Entwicklungsschritt sehen. Und wir werden sicherlich auch Tests dazu machen, um nachher zu sehen, dass die Spieler es zu Hause auch durchgezogen haben. Aber das ist eins der Ziele. Athletik, Kraft, so gut wie es geht, die Kraft halten mit verschiedenen Formen. Details nenne ich nicht, das kommt dann mehr von Dimo, aber erstmal nur Überschriften. Dann haben wir gesagt, auch so, dieses Lösungsorientierte, die Persönlichkeit, das ist ein ganz großes Ziel in so einer Krise. Wie gehe ich damit um? Ich mache jetzt mein eigenes Ding, aber auch als Gruppe verfolgen wir nach wie vor einen Plan. Ich nutze jetzt mentales Badminton-Spielen durch viel mehr Videoanalysen. Dazu haben wir bestimmte Raster, ein bestimmtes Projekt gemacht. Das hat der John Dinesen angeleiert, wie die Spieler jetzt über Video Weltspitze sichten sollen und sich Entwicklungsziele rausgreifen. Wir haben diese Mental-Sessions jetzt mit Moritz Anderten. Wir haben die Beweglichkeits-Sessions mit Marcel Wilbert, Trainer in Saarbrücken. All diese Dinge laufen raus. Und ich komme damit auch schon zum Schluss und hoffe, dass, und ihr zeigt es ja durch eure Anwesenheit, dass das hier ein Tool ist, dass wir das positiv angehen, dass wir da auch einen Schritt vorwärts gehen in Bereichen, wo man vielleicht sonst manchmal zu wenig Zeit für hat, weil man dann doch seinen üblichen Trainingsalltag hat. Ja, und ich hoffe, dass es auch Spaß bringt in dieser Form, ein bisschen zuzuhören und sich auszutauschen. Und wenn es ansonsten nichts mehr geben sollte dazu, ist mein Einpeitschen jetzt auch durch. Und ich würde dann gern an Hannes zurückgeben, der weiter moderiert. Ja, vielen Dank. Sorry, ich bleibe noch ein bisschen dabei. Wundert euch aber nicht, wenn ich etwas früher rausgehe. Wir haben heute Abend noch im DBV-Präsidium eine Skype-Konferenz und komplett bis zum Ende kann ich vielleicht nicht bleiben. Trotzdem vielen Dank, Detlef, dass du dir die Zeit genommen hast und ich möchte direkt übergeben. Ein paar Sachen hat Detlef Poste schon angesprochen, wie es aktuell bei uns abläuft und Dimo Runo, der leitende Bundestrainer Doppelmixed, wird auch noch ein paar detaillierte und interessante Einblicke jetzt konkret geben. Bitte schön, Dimo. Ja, hallo zusammen. Hannes, vielen Dank für die Übergabe. Detlef, vielen Dank dafür, dass du mir schon die meisten Themen geklaut hast.
Ich mache mal eine Folie weiter. Und zwar, ich möchte euch einen kleinen Einblick geben, wie war das letztendlich für uns, wie haben wir reagiert. Detlef hatte schon einen kurzen Teil dazu gesagt, dass wir letztendlich die Maßnahmen, ich glaube, wie wir es umgesetzt haben, waren wir auch ja, sehr, sehr früh dran. Wir haben das am in vergangenen Montag schon auf Kleingruppen umgestellt. Da war vielleicht schon absehbar, dass es alles bald letztendlich gecancelt wird. Das heißt, dass man die Sportanlagen gar nicht mehr betreten darf in Gruppen. Da sind wir schon letztendlich nach draußen gegangen, waren gar nicht mehr in Gruppen in der Halle. Und als dann am Dienstag letztendlich die Entscheidung kam von den verschiedenen Landesverbänden bzw. Ministerien, dass wir die Sportstätten nicht mehr nutzen können, haben wir uns letztendlich als Trainerteam da zusammengetan und versucht, das Ganze möglichst schnell auf Online-Lösungen umzustellen und auf Heimtraining. Wir haben erstmal versucht zu überlegen, okay, wie lange wird diese Phase gehen? Aus unserer Sicht war schnell klar, dass es jetzt keine Phase ist von nur 2 Wochen Training, die es zu überbrücken gilt. Und dann wird es am Ende in der KW17 in der Ukraine eine EM gehen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wurde ja dann auch relativ schnell auch vom Weltverband oder von Badminton Europe auch abgesagt, beziehungsweise von den einzelnen Ländern, die solche Veranstaltungen verboten haben. Das heißt, wir haben eine Grundidee entwickelt, dass wir jetzt reingehen, wie der Detlef das schon erklärt hat, erstmal eine Grundlagenphase vom Training zu machen. Kurze Frage an Hannes. Hannes, kann ich meinen Bildschirm teilen? Ja, unten in der Mitte sind 4 Buttons, wo du ganz rechts neben der Kamera deinen Bildschirm teilen kannst. Gut, den Button habe ich gerade nicht da. Ich habe nur 3 Buttons. Vielleicht brauche ich Moderatorrechte oder sowas. Jetzt. Unten in der Mitte, neben Hörer, Kamera, müsste rechts jetzt ein Button sein. Nee, ich lade mal kurz parallel die Präsentation noch hoch. Ich will noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Einmal kurze Rückmeldung, wir sehen nämlich gerade mich selber nicht. Sieht man mich noch? Hört man mich noch? Sehe dich. Ja. Sehr gut. Okay, also die Grundidee, dass wir erstmal eine Grundlagenphase machen, das haben wir auch weiterhin, passen wir von Tag zu Tag letztendlich auch an. Die BWF hat jetzt auch Turniere schon im Mai abgesagt, Thomas Huber Cup sind abgesagt. Das heißt, wir gehen eher davon aus, was das Training betrifft, von unserer Planung, nicht jetzt, was irgendwelche Maßnahmen betrifft. Das ist wichtig zu unterscheiden, dass wir uns auf eine längere Phase einstellen, wo wir wirklich grundlagenorientiert arbeiten können. Im Gegensatz zu der normalen Olympia-Quali, die jetzt stattgefunden hat in der letzten Zeit, dass wir letztendlich teilweise Athleten haben, die 3-4 Turniere gespielt haben und dann nur eine Woche ganz normal im Training waren, bevor sie dann wieder auf Turniere gegangen sind. Jetzt haben wir wirklich die Zeit, die Möglichkeit, und das ist auch Detlef, das, was Detlef sagte, so wir sehen das als Chance jetzt, wirklich da nochmal grundlegend ranzugehen. Ich habe ein paar Folien mal zusammengestellt, die wir den Athleten auch gezeigt haben. Das ist das, was Detlef hier gesagt hat, der Situation als Chance zu nutzen. Wir wollen nicht nur Sachen erhalten, in Grundlagen Ausdauer und Kraft, sondern wir wollen wirklich Sachen auch entwickeln, dass wir stärker letztendlich aus dieser Phase rausgehen. Unabhängig davon, ob diese ganzen Einschränkungen 2 Wochen dauern, 4 Wochen oder vielleicht noch eine längere Zeit. Was sind das für Grundlagen? Wir wollen Grundfitness entwickeln, Widerstandsfähigkeit, Durchhaltevermögen. Wir wollen das einfach hochschrauben. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wenn wir wieder in der Halle sind, dass wir da einfach noch härter, noch länger arbeiten können. Wir wollen, und da würde ich euch alle auch einladen, die Session am Freitag bei Marcel zu besuchen, beziehungsweise sich dann die Aufzeichnung anzuschauen. Wir wollen an der Geschmeidigkeit unserer Spieler arbeiten. Das heißt, nicht nur an der Beweglichkeit an sich, sondern an der komplexen Beweglichkeit, komplexen Bewegungen,
für Badminton. Das sind die Sachen, die insbesondere, wenn wir Trainer von extern jetzt in den letzten 2 Jahren dazugekommen sind, einmal John Dinesen, ehemaliger Cheftrainer in Österreich und der Schweiz, dänischer Herkunft, und Wen Xing, die aus Japan bzw. Taiwan zu uns im vergangenen Jahr gekommen ist, wenn die auf unsere Spieler schauen, dann sagen die, okay, da und da, das sind technische Defizite, und in großen Anteilen liegt das letztendlich auch an der Basis, an der Geschmeidigkeit, die vorhanden ist. Das heißt, das ist eine Session, die haben wir ja geplant, ich zeige das gleich auch nochmal so in der Wochenübersicht. Die findet letztendlich für unsere Athleten jeden Tag statt. Einige von euch haben sich auch schon gefragt, okay, warum ist die Zeit 9.45 Uhr, viele arbeiten noch da von uns. Ja, unsere Spieler arbeiten da auch, und das ist letztendlich die Zeit, die wir festgelegt haben für die Spieler, wo ihr die Chance habt, mit in dieser Session dabei zu sein. Thema Geschmeidigkeit. Dann, was man super zu Hause machen kann, ist die Bereiche Schulter, Rumpf, Hüfte auftrainieren. Das sind so die Bereiche, wo es für Badminton-Spieler also die größte Gefahr, sage ich mal, ausgeht, wo Verletzungen auftreten. In dem Bereich wollen wir einfach intensiv arbeiten, nicht nur mit Gruppenplänen, sondern auch individuell, um letztendlich da gestärkt auch rauszugehen. Wir wollen an der Beinarbeit arbeiten, und da geht es letztendlich viel darum, dass wir nicht nur die Klassiker machen, Sprünge, Laufen und so weiter, sondern wir werden uns als Trainerteam Sachen überlegen, wie können die Athleten alleine arbeiten. Und wir haben trotzdem einen Übertrag letztendlich dann aufs Feld. Wir machen individuelle Sachen für die Athleten, dass wirklich die individuellen Schwachpunkte, dass wir die jetzt angehen können. Das, was Detlef auch schon angesprochen hatte, so die Technik- und Taktikschulung. Wir haben verschiedene Gruppenarbeiten ausgegeben. Wir sind auch noch dran, zusammen mit John, der das federführend macht, so ein Konzept darüber zu schreiben. Weil auch für uns ist das eine neue Herausforderung. Wie kriegen wir unsere Athleten jetzt auf dem Feld besser, gerade im Doppel, wenn sie gar nicht zusammen trainieren können und letztendlich gar kein Feld zur Verfügung haben. So. Aber auch da können wir was machen. Vielleicht gibt Moritz da auch nochmal einen kleinen Input am Ende dahin. Ja. Zitat, was ich in der Situation ganz super finde, von Randy Pausch. Wer das Buch nicht kennt oder die Vorlesung, ich kann das nur empfehlen, holt euch das Buch, schaut euch bei YouTube einfach Randy Pausch, The Last Lecture eingeben. Es ist eine unglaublich überwältigende Vorlesung, die da gehalten wird von dem Randy Pausch, der ein paar Monate später dann leider verstorben ist. Und er sagt, in dem Moment, wo er auch schon seinen Körper vom Krebs gebeutelt ist, we cannot change the cards we're dealt, just how we play the hand. Ja, wir können die Situation nicht ändern, aber was wir immer ändern können, ist das, wie wir mit der Situation umgehen. Und ich hatte das auch schon für die Trainer, die jetzt dabei sind, beim vorletzten Landestrainer-Workshop oder Leistungsworkshop gesagt, wenn ich mir die Top-Leute anschaue, die es beispielsweise jetzt vor knapp 4 Jahren zu den Olympischen Spielen in Rio geschafft haben, für mich sind das immer die Athleten, die auch von der Persönlichkeit am meisten gereift sind in der Zeit. Das ist für mich ein direkter Zusammenhang, Leistungsfähigkeit auf dem Badmintonfeld und persönliche Reife oder persönliche Reifung in diesem Prozess. Timo, eine kurze Nachfrage gibt's, wenn du nochmal eine Folie zurückgehst. Was sind Basismuster? Jetzt bezogen auf Beinarbeit, was du da auch erläutert hast, vielleicht kannst du da nochmal konkret drauf eingehen. Ja, für mich ist die Frage Basismuster. Wir denken in Badminton häufig, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein deutsches Problem, weil wir einerseits auch stark sind in dem Bereich, bestimmte Sachen auseinanderzunehmen und dann wieder zusammenzupacken. Ich meine, so funktioniert viel letztendlich in der Wissenschaft, dass man Sachen analysiert und dann letztendlich hat man verschiedene Bereiche und dann packt man das wieder zusammen und dann hofft man, dass das so funktioniert. So ist das letztendlich mit funktionellen, komplexen Bewegungen nicht immer. Und beispielsweise, wenn wir uns Umsprung, mal einen Schritt Umsprung in die links vom Kopfecke, das heißt, ich will mich hier in die Ecke, beziehungsweise spiegelverkehrt in die Ecke reinbewegen als Rechtshänder,
dann ist das nicht nur eine einzelne Technik. Ich kann zwar diese Lauftechnik lernen, aber sie muss variabel verfügbar sein. Das heißt, einmal muss ich vielleicht mehr ein Stück in die Mitte, einmal muss ich mehr, vielleicht ein Stück mehr nach außen. Und das heißt, je nachdem muss ich meinen Startmuster anpassen. Ja. Manchmal muss ich den Schritt etwas kürzer machen, etwas weiter, je nachdem, wie weit der Ball fliegt, wie offensiv ich arbeiten kann. Und letztendlich sind wir dann nicht bei einer Technik, sondern bei einer grundlegenden Fähigkeit oder Fertigkeit. Das heißt, es geht mehr darum, jetzt beim Beispiel links um Kopfecke, dass ich da die Fertigkeit entwickle, in diese Ecke reinzulaufen, verschiedene Lösungsmöglichkeiten da anwenden kann, Sprünge, flache Sprünge, hohe Sprünge, offensive Sprünge, neutrale Sprünge. Und wenn das Ziel ist, dann sind wir jetzt plötzlich nicht mehr bei Techniken, sondern bei Fertigkeiten. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Basisfähigkeiten muss ich mitbringen. Ja, das heißt, wie verschiedene Startmuster, verschiedene Laufschritte, verschiedene Arten des Umsprunges und das verstehe ich unter Basismuster. Das ist vielleicht, wenn wir auf die Leichtathletik schauen, ich entschuldige mich schon mal bei allen Leichtathletiktrainern, wenn wir so dieses klassische Lauf-ABC anfersen, Skippings und so weiter schauen, wo es darum geht, letztendlich ja den linearen Sprint oder den linearen Lauf zu verbessern, geht es bei uns ja darum, diesen multidirektionalen Lauf zu verbessern. Ja? Das heißt, das sind so Basismuster. Vielleicht dazu auch mal später in einer späteren Session dazu nochmal mehr, weil es eins meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen, und ich könnte da ganz lange drüber reden. Ich hoffe, das passt soweit. Wir wollen ja auch vorankommen. Hannes, rede ich zu lang oder wie? Noch einmal zum Grundgerüst. Wir haben bei den Athleten reingegeben, wir versuchen, der Trainingsumfang bleibt gleich. Wir gehen da jetzt nicht irgendwie runter und sagen, wir machen jetzt Heimtraining und es ist Urlaub und so weiter. Nein, wir sind Profis und wir brauchen einen extrem hohen Trainingsumfang, weil wir wollen uns verbessern. Wir wollen weiter in der Weltspitze nach vorne kommen. Das sind ungefähr 4 Stunden physisches Training am Tag. Das hört sich jetzt viel an. Oh, wie kann man das durchhalten? Das ist nicht alles intensives Training. Da ist zum Beispiel auch die Session von Marcel integriert, wo es dann um Geschmeidigkeit, aber auch Stabilität geht. Und das ist jetzt nicht nur locker, das werdet ihr am Freitag sehen, aber das ist letztendlich auch eine andere Art von Belastung. Es sind 2 Stunden Video integriert. Beispiel diese Woche, die Athleten haben eine Aufgabe, die sie an einem Tag alleine machen sollen, dann mit einem Partner sich austauschen drüber und 2 Video-Sessions sind freigegeben, weil es ist auch wichtig, dass man als Trainer gerade in der Situation nicht alles wirklich vorgibt, sondern dass die Athleten selber sich auch überlegen, wo haben sie Interesse, weil letztendlich ist da eine ganz andere Motivation dahinter. Das, was super klasse war, schon am Freitag, das heißt eigentlich am Tag 3 nach dem ganzen Shutdown, hat Moritz eine Gruppensession abgehalten mit über 25 Athleten. Und das war uns persönlich auch wichtig, dass wir einfach auch den Kontakt zu den Leuten haben. Kurz mal zur Wochenplanung. Das ist so der Wochenplan, der Grundplan. Ich werde mal ganz grob erklären, es geht jetzt gar nicht so um die Details. Ihr seht hier am Morgen jeweils eine Ausdauersession. Das heißt, wir haben letztendlich 6 Tage mit Ausdauertraining am Morgen geplant. Dann haben wir die Mobilitätssession von Marcel Wilbert. Und am Nachmittag haben wir dann 2 Stunden Zeitblock für Kraft- und Athletiktraining reingelegt. Ich mache das mal ein bisschen größer. Ausschnittsweise hier könnt ihr das jetzt alle erkennen. Hier ist dann der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, so als ein Mini-Zyklus in dieser Woche. Hier ist es dann ein lockeres Ausdauertraining. Hier ist dann ein Ausdauertraining, das immer noch im Grundlagen-Ausdauerbereich 1-2 liegt, was schon etwas intensiver ist. Und am Mittwoch ist es dann, ihr seht, auch am Nachmittag ist frei. Am Mittwoch ist es dann der Regenerationstag. Das heißt, da gehen die Athleten nur 45 Minuten aufs Bike und radeln mit Puls 120, 130. Krafttraining machen wir auch im 2er-Split. Das sind 2 Programme, die Marcel Wilbert ausgearbeitet hat. Programm A und
Programm B, was dann abgearbeitet wird oder hoffentlich nicht abgearbeitet wird, sondern was intensiv bearbeitet wird und dann letztendlich so die Video-Sessions. Was uns wichtig war, in dem Moment, wo wir wieder aufs Feld können, da müssen unsere Leute vorbereitet sein. Das heißt, in der jetzigen Phase schließen wir immer noch, ich habe es hier Motoric Instructional genannt, Sachen an, die so die Feldbelastung imitieren. Wir machen jetzt nicht Schattenbadminton, weil wir wollen irgendwie auch raus aus diesen gewohnten Mustern und mehr an der Basis arbeiten. Hier ist es dann Seilspringen, einfach Seilspringen inklusive Doppelsprünge. Und am Dienstag ist es dann Vollsprint mit einer entsprechenden Pause und mit seitlicher Beinarbeit. Frage von Behren, das sind letztendlich dann auch grundlegende Bewegungsmuster, die wir letztendlich dann schulen. Mir geht es hier weniger um die Motorik, als auch wirklich die Belastung, dass die Athleten das letztendlich weiterentwickeln. Jetzt bin ich letztendlich schon beim letzten Punkt, den ich hier erstmal auf der Folie hatte, und zwar Homeoffice. Homeoffice ist für uns alle eine Herausforderung, denke ich. Hannes lacht. Bei mir und Hannes kommen ab und zu mal Kindergeschrei hier ins Homeoffice rein. Vielleicht hat Moritz da auch noch mal ein paar gute Tipps zum Thema Homeoffice. Ich habe so gemerkt, wenn ich jetzt nicht nur, ich sag mal, wie sonst vielleicht 3-4 Stunden vorm Rechner hänge, sondern dann plötzlich den ganzen Tag, das geht ganz schön auf die Ressourcen. Haltung wird schlechter, ich habe Schulterschmerzen und wenn man sich das erste Mal dann wieder wirklich auch ein bisschen mehr bewegt, mal draußen laufen geht, dann merkt man so, hui, boah, die ganze Beinmuskulatur ist etwas verkürzt. Das heißt, auf jeden Fall so mein Tipp für euch jetzt auch, also ganz persönlich, die ganzen Bereiche, die man durch letztendlich langes Sitzen und so weiter wieder auftrainieren oder aufdehnen sollte, habe ich hier mal aufgeführt. Und wenn wir ganz genau raufschauen, was sind das eigentlich für Bereiche? Das sind letztendlich genau die Pflicht, den Bereiche, die auch extrem wichtig sind im Badminton-Training. Dass wir uns da Lösungen suchen, dass wir erstmal die auch entsprechend vorbereiten beim Badminton-Training, aber dann letztendlich auch nach dem Badminton-Training dann angehen. Ja, und gerade wenn ich jetzt viel sitze, muss ich zusehen, dass so letztendlich die Brustwirbelsäule, das heißt, dass der Bereich, diese Haltung, dass ich da wieder rausgehe, dass ich da verschiedene Übungen für die Mobilität der Brustwirbelsäule mache, dass ich die Brust auch aufdehne, die Muskulatur, dass ich nicht letztendlich die ganze Zeit in der Haltung, in der schlechten Haltung verweile und gerade vom Sitzen, dass ich letztendlich die gesamte Beinmuskulatur, vor allem Gesäßmuskulatur, die Adduktoren, Hüftbeuger und Oberschenkel Vorderseite, dass ich die letztendlich auch angehe. Also das ist das einmal so aus Trainersicht mein kleiner Tipp auch so für die Leute, die jetzt im Homeoffice arbeiten. Das soll erstmal mein Teil gewesen sein. Vielleicht könnt ihr parallel auch Fragen stellen, einfach in den Chat reingehen. Ansonsten würde ich jetzt erstmal zurückgehen kurz zu Hannes, dass der dann sozusagen weiter delegieren kann. Genau. Ja, vielen Dank, Timo, für die Einblicke, die wir auch in den nächsten Sessions immer weiter auch vertiefen wollen, was schon angesprochen wurde. Hier schon mal der Hinweis am Freitag. Die nächste Live-Session wird eine Live-Trainingseinheit sein, die beobachtet, begleitet, aber auch selbst mitgemacht werden kann, gemeinsam mit den Nationalspielern unter der Leitung von Marcel Wilbert, einem unserer Trainer in Saarbrücken. Wir möchten aber heute an der Stelle auch noch ein bisschen auf die andere Komponente, die auch einen wesentlichen Teil unserer Sportart, unseres Spiels ausmacht, eingehen. Und das ist der Teil im Kopf. Und da haben wir unseren Experten hier mit im Boot, den Moritz. Hallo nochmal. Und ja, wir möchten auch dich bitten oder dir den Raum geben, einfach auch so ein paar Dinge aus deiner Sicht oder aus deiner Expertensicht zu beschreiben. Angefangen mit dem Umgang überhaupt in der jetzigen Situation grundsätzlich als Mensch, als Person, aber insbesondere auch natürlich als Leistungssportler, mit denen du ganz viel zusammenarbeitest, auch viel mit Nachwuchsleistungssportlern oder mit Nachwuchsathleten zusammenarbeitest. Und deswegen möchte ich gerne für den Rest der Zeit an dich abgeben. Ja, vielen Dank.
Und herzlich willkommen hier in der Runde oder vielen Dank, dass ich dabei sein kann, darf, soll. Vielleicht gehe ich ganz kurz mal auf Dimo ein, der mich gerade gefragt hat, ob es für das Thema Homeoffice und Bewegung auch aus mentaler oder psychologischer Sicht Hinweise gibt. Ja, gibt es. Wenn man im normalen Alltag ist, so wie wir ihn bis vor 2 Wochen noch hatten, gehen alle Menschen normal zur Arbeit, machen sich morgens fertig, gehen aus dem Bett, gehen aus dem Haus, teilweise sehr früh und bewegen sich im Grunde genommen den ganzen Tag über schon alleine berufsbedingt, weil ich muss zum Auto oder ich muss zum Bus, muss zur Bahn, ich bin draußen unterwegs, bewege mich einfach viel. Und die Weltgesundheitsorganisation hat ja irgendwann mal diese 10.000-Schritt-Regel rausgegeben, dass man 10.000 Schritte am Tag gehen müsste, um sag ich mal, in einem ausreichenden Bewegungsfluss zu sein, der für alle möglichen körperlichen, aber auch psychischen Funktionen notwendig ist. Diese 10.000-Schritt-Regel, die wurde, glaube ich, vorletztes Jahr aufgestockt auf 15.000 Schritte, weil die Menschheit leider zu dick wird, sodass im Grunde genommen mehr Kalorien verbrannt werden müssen. Letztlich ist aber auch die Frage, warum werden wir vielleicht auch immer dicker oder warum wird die Gesellschaft immer adipöser, letztlich auch genau damit zusammenhängt, dass wir einfach viel mehr digital arbeiten, viel mehr sitzen. Wenn wir jetzt eine Tracker-Uhr tragen würden, dann würden wir wahrscheinlich merken, dass 10.000 Schritte im Homeoffice im Grunde genommen überhaupt gar nicht möglich sind. 10.000 Schritte sind ungefähr 8 bis 9 Kilometer, die man gehen würde, wenn man so von einer Schrittlänge von 90 Zentimetern ausgeht. Das wird man in seiner eigenen Wohnung nicht schaffen. Und das schafft man normalerweise auch im Alltag nicht, wenn man jetzt nicht als Trainer vielleicht unterwegs ist oder als Spieler. Da ist es natürlich was anderes. Sodass letztlich für das mentale oder das psychische Wohlbefinden, aber auch für das körperliche Wohlbefinden eine Strukturplanung oder eine Tagesstruktur, so wie Dimo das gerade für unsere Spitzenspieler dargestellt hat, auch für uns sehr, sehr wichtig ist. Das bedeutet, dass wir alle im Umgang mit dieser Krise schauen sollten, dass wenn wir zwar auf der einen Seite viel Homeoffice jetzt machen müssen, trotzdem uns ganz bewusst Zeiten legen, wo wir rausgehen, um einen Spaziergang zu machen oder laufen zu gehen, was auch immer die Leute gerne machen möchten. Entweder wirklich sportliche Bewegung, also ein lockeres Läufchen von einer Dreiviertelstunde oder einfach den ausgiebigen Spaziergang, je nachdem, wie auch der Fitnesszustand ist. Und das nicht nur dann zu machen, wenn man denkt, ach, jetzt wäre mir ja gerade danach, sondern optimal wäre es, wenn man tatsächlich, wenn jeder von uns das täglich in sein Tagesprogramm einbaut. Das heißt, so wie die Spitzenspieler von uns morgens um 9.45 Uhr oder ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, Dimo, ihren Ausdauerprogramm haben, weil irgendwo morgens das fest drin ist, dass auch wir das uns irgendwo im Tagesablauf fest einlegen sollten. Das muss nicht morgens sein, das kann auch nachmittags sein, je nachdem, wie die zeitlichen Ressourcen sind. Aber das einzulegen, einmal für die körperliche Gesundheit, aber auch vor allen Dingen für das psychische Wohlbefinden, ist extrem wichtig, dass wir im Grunde genommen für unsere Bewegung auch einen Plan haben und die fest verankern in den Tagesablauf, gerade vor dem Hintergrund, dass wir nicht wissen, wie lange dauert diese Krise eigentlich noch. Gleichzeitig haben wir zurzeit die große oder die gute Situation, dass das Wetter zumindest in den meisten Teilen Deutschlands sehr, sehr schön ist und das gute Wetter, die Sonne, führt letztlich auf der Haut dazu, dass Vitamin D produziert wird und Vitamin D wiederum ein extrem wichtiges Vitamin oder ein wichtiger Bestandteil für unser psychisches Wohlbefinden ist. Das heißt, wir könnten 2 Fliegen mit einer Klatsche fangen, indem wir auf der einen Seite was für unseren Körper wirklich tun oder für unser körperliches Wohlbefinden durch die Bewegung und gleichzeitig auch unsere Psyche etwas stärken durch die vermehrte Sonneneinstrahlung. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir also Aktivität bewusst in unseren Tagesablauf mit einplanen, weil wir sie halt durch unseren normalen Alltag jetzt nicht mehr unbedingt immer haben. Was vielleicht dazu? Zu dem zweiten Punkt, den Dimo angesprochen hat, er sagte, wenn er sich Spitzenspieler anschaut, sieht er immer auch gut ausgebildete Persönlichkeiten oder Spieler, von denen er zumindest augenscheinlich wahrnimmt, dass es halt reife Persönlichkeiten seien. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mal auf die 4 Kernaufgaben der angewandten Sportpsychologie eingehen. Und für all diejenigen, die mit Sportpsychologie noch nicht so viel zu tun hatten, ist es mir da sehr wichtig, der Sportpsychologie
so viel Ausdruck zu verleihen, dass das, was Sportpsychologen machen, wissenschaftlich fundiert ist und das nicht irgendwelche Kopfdoktoren sind oder Seelenklempner, die irgendwie gut zureden oder irgendwie motivational unterwegs sind, sondern Menschen, die über Scherben laufen lassen, sondern dass die Themen, die Sportpsychologen behandeln, ja, wissenschaftlich fundiert sind, theoretisch verankert sind. Wenn wir uns hier diese Schaubild angucken, was hier hochgeladen ist, dann sehen wir diese vier handlungsrelevanten Kernbereiche der angewandten Sportpsychologie. Und oben links, das ist natürlich das, womit man sich sehr, sehr viel beschäftigt, ist natürlich die Entwicklung und die Entfaltung der sportlichen Leistungsfähigkeit. Also wie kann es gelingen, letztlich sportliche Leistungen auch auf mentaler Ebene weiterzuentwickeln und letztlich aber, dass der Punkt Entfaltung dann in der Wettkampfsituation die Leistungsfähigkeit auch tatsächlich zur Entfaltung zu bringen. Wir alle kennen das, ob wir nun Hobbyspieler sind oder mal Profis waren oder aktuell Profis sind. Es gibt diese Diskrepanz zwischen Trainings- und Wettkampfleistung. Häufig ist es so, dass uns im Wettkampf Dinge viel, viel besser gelingen, viel, viel einfacher gelingen, als es dann tatsächlich im Wettkampfstress möglich ist. Und an dieser Diskrepanz zu arbeiten, diese Diskrepanz nach Möglichkeit gering zu halten, ist eine Kernaufgabe der Sportpsychologie, auf die ich heute aber gar nicht allzu sehr eingehen möchte. Heute möchte ich mich um ein anderes Thema kümmern, aber dazu kommen wir später. Jeder mal einen Schritt weiter nach links unten in das Kästchen. Alles hat gerade angedeutet, dass in der Sportpsychologie nicht nur mit Profis, sondern auch viel im Nachwuchsleistungssport gearbeitet wird. Und hier ist die Unterstützung im Spannungsfeld der dualen Karriere zwischen Leistungssport und Schule sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den die Sportpsychologie mit zu bewältigen hat. Aber auch im Profibereich, im Erwachsenenbereich geht es häufig um die Frage, wie kriege ich eigentlich Leistungssport und Studium oder Leistungssport und Ausbildung noch unter einen Hut. Da den Spagat zu schaffen und beiden Anforderungsfeldern in gleichem Maße gerecht zu werden, ist häufig eine mentale Herausforderung, mit der Sportler konfrontiert sind, wo die Sportpsychologie Lösungsansätze mitentwickeln kann, um diesen Spagat leichter zu schaffen. Unten rechts im dritten Quadranten sehen wir dann den großen Bereich der Gesundheit, und zwar der psychischen und der körperlichen Gesundheit. Da ist es eine Aufgabe der Sportpsychologie, beide Gesundheitsformen, also psychisch und körperlich, so sehr, denn sie nicht sowieso ineinander greifen, zu fördern und aufrecht zu erhalten. Das heißt, gemeinsam mit den Trainern sehr häufig, aber auch in Absprache mit den Spielern zu schauen, wie sind eigentlich Belastungsverträglichkeiten, beziehungsweise wie können Belastungen überhaupt kompensiert und vertragen werden. Wann müssen wir vielleicht mit dem Training auch ganz bewusst mal runterfahren, um wieder Regenerationszeiten herstellen zu können? Wie gehen wir mit Spielern um, die vielleicht gerade verletzt sind? Wie gehen da aus psychologischer Sicht wieder die Möglichkeiten des Return to Training und Return to Competition, wie kann man da die Belastung steuern? Das ist also auch ein großer Bereich, die psychische Gesundheit, die körperliche Gesundheit, wo die Sportpsychologie unterstützen kann. An dieser Stelle ist es mir sehr wichtig zu formulieren, dass die Sportpsychologie nicht zu verwechseln ist mit der Psychotherapie oder sogar mit der Psychiatrie, sondern hier müssen wir ganz klar unterteilen, dass die Sportpsychologie ausschließlich dort arbeiten kann, wo keine klinischen oder subklinischen Auffälligkeiten, also Störungsbilder von Menschen zu sehen sind. Wenn wir sehen, dass es bestimmte Störungsbilder gibt, die die Gesundheit betreffen, dann ist es nicht mehr Aufgabe der Sportpsychologie, sondern dann müssen wir anderes Fachpersonal hinzuziehen. Wir sind da in Deutschland zum Beispiel mit der Initiative Mental gestärkt, die an der Deutschen Sporthochschule in Köln sitzt, sehr gut aufgestellt, dass wir für solche Fälle auch ganz, ganz schnell regional in Gesamtdeutschland psychotherapeutisches Fachpersonal akquirieren können, mit in die Beratung einbeziehen können und dann aber auch die sportpsychologische Betreuung an der Stelle aufhört. Sportpsychologen sind aber in der Regel ganz gut darauf sensibilisiert, diese Übergangsbereiche, diese Graubereiche vielleicht zu erkennen, um dann aber frühzeitig abzugeben. Das heißt, der Sportpsychologe fungiert dann vielleicht so ein bisschen wie der Hausarzt, der von allem so ein bisschen ein Grundrauschen hat. Wenn dann aber eine tatsächliche kardiologische Störung vorliegt, dann auch an den Kardiologen überweist und sagt, jetzt muss der wirklich der Fachmann dran und ich doktor nicht so ein bisschen in meine eigene Praxis rum. Also wichtiger Punkt, Sportpsychologie ist nicht Psychotherapie oder Psychiatrie. Dennoch, sich
sich um Gesundheit zu kümmern und Gesundheit aufrechtzuerhalten, ist ein wichtiger Bereich der Sportpsychologie. Und dann komme ich oben rechts in den Bereich, über den ich gerne ein bisschen mehr heute erzählen möchte. Und das ist nämlich die Unterstützung bei der Bewältigung persönlichkeitsrelevanter Entwicklungsaufgaben. Hört sich kompliziert an, letztlich geht es dabei tatsächlich um Persönlichkeitsentwicklung. Und Persönlichkeitsentwicklung ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema insgesamt. Und jetzt würde ich Hannes bitten, auf die nächste Folie zu übergehen. Die heißt EA. Müsstest du auch können, selber, wenn du unten rechts, unten in der Mitte. Aber du hast nicht freigeschaltet, sehr gut. Ich sehe nur nicht. Ne, dann mach's ich. Alles gut. Bevor es zu kompliziert wird, auf die nächste Folie. Genau die würde ich sehen. Wir haben hier zwei Wissenschaftler oder zwei Wissenschaftlergruppen. Einmal links den Robert Havikhurst, ein Sozialpsychologe, Pädagoge, Psychologe. Und auf der rechten Seite Janine Ohlert und Professor Kleinert von der Sporthochschule in Köln. Havikhurst hat in seinem Konzept der psychosozialen Entwicklungsaufgaben den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung beschrieben, indem er sagt, dass Menschen in bestimmten Lebensabschnitten bestimmte Entwicklungsaufgaben zu bewältigen haben. Das sind sogenannte normative oder psychosoziale Entwicklungsaufgaben. Das bedeutet, es sind Entwicklungsaufgaben, normativ, die alle Menschen in gleichem Maße zu bewältigen haben in einem bestimmten Altersabschnitt. Hier sind Entwicklungsaufgaben für die Adoleszenz dargestellt, also für das Jugendalter, vielleicht so vom 12. bis zum 21. Lebensjahr. Die Grenzen sind da natürlich wie immer in der Psychologie fließend. Und er hat ich glaube, das sind 10 Entwicklungsaufgaben definiert. Es geht zum Beispiel darum, die eigene Zukunft zu planen und Ziele anzusteuern, von denen man glaubt, dass man sie erreichen kann. Die zweite Entwicklungsaufgabe wäre wissen, was man werden will und was man dafür tun und lernen und können muss. Zu sich selbst zu finden, also zu wissen, wer ist man eigentlich selber und was will man, also quasi eine Art Identifikationsbildung. Ein Wertesystem zu entwickeln, also sich darüber klar zu werden, welche Werte für sich selbst eigentlich wichtig sind und woran man sich in seinem eigenen Verhalten orientieren möchte. Aufbau eines Freundeskreises mit Altersgenossen beiderlei Geschlechts ist im Nachwuchs- und Jugendalter eine wichtige Entwicklungsaufgabe, die erfüllt werden muss. Und wenn man sich mal im Nachwuchsleistungssport umschaut, auch vielleicht bei uns im Badminton und schaut, wie das so aussieht, dass die Spitzenspieler zum Beispiel auch im Internat in Mülheim sind und dort letztlich immer unter ihresgleichen sind, aber sehr, sehr früh ihre Elternhäuser teilweise verlassen und auch ihre Freundeskreise, also ihre originären Freundeskreise verlassen und letztlich Freundeskreise aufbauen müssen, die vielleicht gar nicht ihr Freundeskreis geworden wären, wenn man nicht das Internat verlassen, das Elternhaus verlassen hätte. Dann stellt das die Jugendlichen vor eine besondere Aufgabe, im Grunde genommen eine gewisse Offenheit entwickeln zu müssen, um neue Freundeskreise zu erschließen, was aber gleichzeitig auch schwierig ist, weil im Internat auch ganz häufig genau diejenigen sind, die auch meine größten Konkurrenten sind. Und deswegen ist es eine besondere Aufgabe, Freundeskreise im Jugendalter zu entwickeln. Und wenn man dann weiterschaut in den Hochleistungssport, dann wird das mit den Freundschaften auch immer schwieriger, weil welches sind denn eigentlich wirklich meine Freunde? Wenn ich vielleicht sehr erfolgreich bin, dann gibt es ganz viele, die meine guten Freunde sein wollen. Und wenn ich dann vielleicht wieder verletzt bin oder irgendwas mal nicht so gut läuft, der Erfolg ein bisschen nachlässt, dann war es das auch schnell wieder. Also herauszufinden, was sind eigentlich echte Freundschaften, auf wen kann ich mich verlassen? Und das Gleiche ist auch mit Partnerschaften. Wer von Ihnen allen oder von euch mit Hochleistungssportlern zu tun hat, der wird sicherlich schon oft gehört haben, dass es gar nicht so leicht ist, feste Partnerschaften zu führen, denn der Alltag eines Hochleistungssportlers im Badminton sieht so aus, dass er wahrscheinlich 120 bis 150 Tage im Jahr gar nicht in Deutschland ist oder am Wohnort. Ansonsten verbringt er die Zeit in der Halle oder oft auch in Trainingslagern. Das heißt, auch hier feste Partnerschaften zu führen und Akzeptanz zu finden für das, was man im Leistungssport so tut, das ist gar nicht so leicht. Und darüber hinaus muss man sich gesellschaftlich erwünschtes Verhalten aneignen, denn auf der einen Seite ist man zwar dann recht berühmt vielleicht in seiner Sportart oder vielleicht auch darüber hinaus ein bisschen und auf der anderen Seite oder gleichzeitig wird aber auch ein Verhalten von einem erwartet, was einem Leistungssportler oder einem Badmintonspieler, der den
deutschen Adler auf der Brust tragen darf, wird auch ein gewisses Verhalten in der Öffentlichkeit erwartet. Und das ist manchmal auch ein schwieriger Spagat, der da gemacht werden muss, weil wann darf ich eigentlich auch nochmal ich selber sein? Und letztlich ist eine weitere Entwicklungsaufgabe halt auch mit dem eigenen Körper umzugehen. Der verändert sich im Jugendalter. Man kommt in die Pubertät, man wird ein junger Mann, man wird eine junge Frau und man entwickelt sich dann doch auch deutlich anders als viele, viele andere. Man hat einfach mehr Muskeln, man sieht ein bisschen anders aus als vielleicht der Rest der Gesellschaft. Und damit selber auch für sich umzugehen, hört sich manchmal leichter an, als es dann tatsächlich in der Realität wirklich ist. Und das sind nur normative Entwicklungsaufgaben, mit denen im Grunde genommen alle Menschen im gleichen Maße in dem Abschnitt zu tun haben. Jetzt sagt die Theorie, dass es aber im gleichen Maße auch sportbezogene Entwicklungsaufgaben gibt. Das heißt, die Umwelt, in der wir uns bewegen oder die für uns relevante Umwelt, also bei uns jetzt der Leistungssport, der Sport, stellt nochmal Entwicklungsaufgaben an uns, die nicht alle anderen Gleichaltrigen auch zu leisten haben oder zu bewältigen haben. Und ein Punkt ist natürlich ganz oben, die sportliche Entwicklung voranzutreiben. Dimo hat das gerade eindrucksvoll bewiesen. Wir sind zwar in einer massiven Krise, in der wir nicht normal trainieren dürfen und trotzdem sagt der Leistungssport, okay, wir müssen für die Zeit danach fit sein und wir haben eine riesengroße Chance, letztlich vielleicht auch aus dieser Krise als Gewinner herauszugehen und wir müssen uns jetzt letztlich schon wieder darauf vorbereiten, fit zu sein, wenn es weiterzugehen. Das heißt, die sportliche Entwicklung voranzutreiben, letztlich immer wieder die Bereitschaft zu haben, lernen zu wollen, Durchhaltevermögen zu entwickeln, volitive, motivationale Fähigkeiten zu entwickeln, ist ein ständiger Begleiter, mit dem Leistungssportler zu tun haben. Darüber hinaus, und das ist sicherlich ein Punkt, der jetzt gerade wichtig wird, müssen Sie Selbstorganisation entwickeln, mehr als vielleicht je zuvor. Das heißt, selbstständige Trainingssteuerung durchzuführen. Wir kriegen zwar Pläne für zu Hause, aber machen müsst ihr es letztlich dann doch auch alleine. Das heißt, ich muss hier Selbstorganisation entwickeln, meinen Tagesablauf so gestalten, dass ich das alles unterkriege, ich muss mich vernünftig ernähren und ich muss meine Karrierepläne einfach weiter vorantreiben. Darüber hinaus wird von mir erwartet, dass ich ständig emotionale Kontrolle entwickle, sowohl im Training, wenn es nicht läuft, als auch im Spiel, wenn es schwierig ist, aber auch wenn ich in verletzten Phasen bin vielleicht. Ich muss immer meine Emotionen unter Kontrolle haben, dass ich letztlich von meinem Gedankengut immer funktional bin und auch von meiner Gefühlswelt immer so aufgestellt bin, dass ich letztlich den Anforderungen des Leistungssports auch auf emotionaler Ebene immer gerecht werde. Den eigenen Platz in der Gruppe zu finden, ich hatte das gerade angedeutet, man kommt ins Internat oder man kommt in den Stützpunkt, man muss sich in eine Gruppe integrieren, die Jugendlichen in bestehende Konstrukte, wo schon Ältere da sind. Das heißt, den eigenen Platz in der Gruppe zu finden, sich zu integrieren, mit diesen unterschiedlichen Bedingungen klarzukommen, sind Herausforderungen, die im Leistungssport neue Herausforderungen sind. Ich muss eine Balance finden zwischen Belastung und Erholung. Wie kann ich das regulieren? Also in meinem Privatleben nach dem Training Maßnahmen zu ergreifen, die im Grunde genommen auch nur Leistungssport dienlich sind. Ich muss nämlich gucken, dass ich früh ins Bett gehe, dass ich mich vernünftig ernähre, dass ich nicht noch zu viel nebenher mache, weil am nächsten Tag sind ja wieder 4 bis 6 Stunden Training. Das heißt, da eine Balance zu finden, gleichzeitig aber auch einen Ausgleich zum Sport zu finden, das ist eine weitere herausfordernde Aufgabe. Die Rahmenbedingungen des Leistungssports hatte ich auch schon angesprochen. Wir reisen sehr, sehr viel. Finanzen sind gerade im Badminton nicht immer hervorragend ausgebildet. Das heißt, auch da müssen die Sportler gucken, wie komme ich mit dem Geld um, was passiert in meiner Familie, wie häufig kann ich meine Familie überhaupt noch sehen. Das heißt, das Loslösen von der Familie ist ein wichtiger Punkt und so weiter und so weiter. Umgang mit Verletzungen und letztlich aber auch die Trainer-Athlet-Interaktion sind Herausforderungen, die gebildet werden müssen. Ich habe jetzt mal so einen sehr globalen Umwurf gemacht über alle, ich glaube, 22 oder 20 Entwicklungsaufgaben, die es hier gibt. Und wenn man jetzt auf Dimos Ausgangssituation wieder zurückkommt und überlegt, was kann man jetzt in dieser aktuellen Krise genau damit machen, dann könnten sich Sportler, aber auch Trainer im gleichen Maßen die Frage stellen, welche Entwicklungsaufgaben, die hier gelistet sind, sind denn eigentlich bei mir im Leben gerade da? Wenn man sich Untersuchungen anschaut, bitte mal auf die Folie Relevanz gehen oder auf die nächste Folie, wo das Balkendiagramm ist, genau hier. Ich hatte das gerade schon angedeutet, Janine Ohlert und Jens Kleinert von der Deutschen Sporthochschule in Köln, die haben 2014 eine schöne Arbeit genau zu diesen Entwicklungsaufgaben im Jugendalter gemacht. Und wir sehen hier links
die verschiedenen Entwicklungsaufgaben abgetragen. SEA sind also diese sportbezogenen Entwicklungsaufgaben und NEA die normativen. Und wir sehen bei den Gita-Handballern, das waren die damaligen Nationalmannschaftsspieler 2014 mit diesen Jahrgängen 96 bis 93, dann sieht man, dass vor allen Dingen bei Leistungssportlern diese sportbezogenen Entwicklungsaufgaben wichtig sind. Ne? Also ich bin eigentlich von der Relevanz, also es geht hier um die Relevanz von Entwicklungsaufgaben, dann ist das Relevanteste eigentlich ständig die sportliche Entwicklung voranzutreiben. Ja, danach kommt sicherlich auch das Thema, die Zukunft zu planen und Ziele anzusteuern, also dieser klassische Plan B, keine Frage. Und danach sieht man aber auch wieder weitere sportbezogene Entwicklungsaufgaben. Und hier wäre die Frage oder eine Idee, die die Sportpsychologie jetzt im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung an euch weitergeben könnte, sich selber zu überlegen, mit welchen Entwicklungsaufgaben bin ich persönlich eigentlich gerade konfrontiert. Und wie sehr kann ich die Zeit nutzen, um mir über diese Fragen oder diese Anforderungen, die das Leben an mich stellt, mir darüber klarer zu werden. Also könnten Spieler sich vielleicht überlegen, die auf ein Internat gegangen sind, das jetzt aber gerade geschlossen ist, mal wieder zu Hause ist. Mensch, was könnte ich denn vielleicht eigentlich tun, um mich wieder besser zu integrieren in die Gruppe, um sozial besseren Anschluss zu finden? Oder was könnte ich tun, um vielleicht meine Freundeskreise, meine Freundschaften besser zu pflegen? Was könnte ich tun, um mein Verhalten, was gesellschaftlich erwünscht ist, besser voranzutreiben? Und das sind dann nämlich häufig, also das wären so die normativen Aspekte, aber auch vielleicht auf sportpsychologischer oder auf der sportbezogenen Ebene zu überlegen, was könnte ich denn eigentlich tun, um mit den Rahmenbedingungen des Sports, mit den vielen Ungerechtigkeiten, die es auch gibt, besser umzugehen. Und wenn ich darauf Antworten finde, im Gespräch mit meinen Eltern vielleicht, im Gespräch mit Peers, im Gespräch mit Trainern, oder mit sonstigen Menschen, denen ich vertraue, darauf Antworten zu finden, dann wäre das letztlich im ganzheitlichen Sinne persönlichkeitsbildend und kommt dann letztlich dem wieder zugute, was Timo eingangs sagte, wenn wir auf den Turnieren sind oder im Hochleistungsbereich sind, dann sehen wir häufig genau die Leute, die auf all diese Fragen, diese persönlichkeitsrelevanten oder entwicklungsrelevanten Aufgaben Antworten für sich gefunden haben, die sie dann auch umsetzen und leben können. Moritz, es gab eine Frage, die auch im Chat schon teilweise ja selbst bearbeitet bzw. beantwortet wurde. Die Aufgaben, die du hier erläutert hast und auch mit Beispielen hinterlegt hast, mit der Bitte um eine kurze Antwort, sind die altersunabhängig oder beschreibt man hier durchaus den Optimalzustand im Hochleistungssport? Das sind Entwicklungsaufgaben, also auf der linken Seite die normativen Entwicklungsaufgaben von Havikhurst, das sind Aufgaben, die eher tatsächlich für die Adoleszenz, also für das Jugendalter beschrieben und entwickelt hat. Die sind zwar von 1974, aber es gibt weitere Autoren, Dreher und Dreher zum Beispiel, die das aufgearbeitet haben und es sind letztlich die gleichen Entwicklungsaufgaben auch heute noch, also gut 30, 40, 50 sind wir schon, 50 Jahre später sind es die gleichen Entwicklungsaufgaben, also hat sich relativ wenig getan, allerdings für die Adoleszenz, das bedeutet 12. bis 21. Lebensjahr etwa. Wenn man bei Havikhurst schaut, man findet auch über Google so ein bisschen was, dann gibt es auch genau solche Entwicklungsaufgaben für das frühe Erwachsenenalter, was dann vielleicht ab dem 18., 21. bis zum 30. Lebensjahr stattfindet, dann wäre so etwas wie von der Rolle eines jungen Mannes vielleicht in die Rolle des Vaters zu schlüpfen oder in die Rolle des Ehemannes zu schlüpfen, dann gibt es die Entwicklungsaufgaben oder das erste Mal in ein berufs- oder erwerbstätiges Berufsleben einzusteigen. Also es gibt in jedem Altersabschnitten entsprechend definierte Entwicklungsaufgaben. Hier haben wir wirklich die Entwicklungsaufgaben für die Jugendzeit abgebildet und die sportbezogenen Entwicklungsaufgaben sind auch welche, die Olat und Kleinert erstmals für den Leistungssport so beschrieben haben. Und wie ich es sagte, es war in einer Studie mit dem Deutschen Handballbund, wo Nachwuchsleistungssportler, also das waren die Nationalmannschaften, männlich und weiblich, damals von der U16, ich glaube, bis zur U20 befragt worden sind, also auch Jugendalter, Adoleszenz. Moritz, wir sind schon etwas drüber über der Zeit. Vielleicht kannst du noch auf die Schnelle einen kurzen Ausblick geben in so ein, zwei weitere Themen, die wir jetzt auch in Webminton demnächst angehen wollen. Wir hatten vorbesprochen, ein bisschen über mentales Techniktraining drauf einzugehen, Visualisierung. Könntest du da zum Abschluss noch ein, zwei Worte als Ausblick bitte verlieren? Gerne.
bei der Frage, wie kann man mental trainieren, um vielleicht in dieser ersten Kernaufgabe der Sportpsychologie wieder zu bleiben, Entwicklung und Entfaltung sportlicher Leistungsfähigkeit, gibt es das mentale Techniktraining. Vielleicht gehst du auf die Folie drauf. Genau das, oder das mentale Training, das mentale Techniktraining ist dann noch ein bisschen spezifischer. Was kann man machen? Dimo sagte auch, wir wollen so ein bisschen aus diesem reinen Badminton-Spiel raus und mehr wieder in Basiskompetenzen reingehen. Und mental kann man das, kann man trotzdem am Federball bleiben, so wie Detlef das vielleicht eingangs sagte. Das mentale Techniktraining kann dabei helfen, Prozesse im Spiel, also entweder Techniken oder konkrete Spielzüge, neuronal zu stabilisieren oder neu zu lernen oder umzulernen. Also es ist für alle drei Bereiche eigentlich möglich. Ich kann etwas neu lernen, ich kann etwas stabilisieren oder ich kann etwas umlernen. Ich habe hier mal von Oliver Stoll und Schröder, ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, geguckt. Es gibt ein Buch Mentaltraining im Eishockey. Kann man auch, wenn man das googelt, sich ein schönes Papier downloaden, das, glaube ich, kostenlos zur Verfügung steht. Und es gibt hier so ein vierstufiges Modell des mentalen Techniktrainings. Das erste wäre, ich beschreibe tatsächlich mal Spielzüge. Und auf Badminton bezogen könnte das ganz konkret so aussehen, dass ich vielleicht am Aufschlag stehe und mir vorstelle, dass ich den Aufschlag auf die einspiele und mir dann schon vorstelle, wohin könnte jetzt der Rückschlag vom Gegner kommen, und stelle mir dann die Situation vor, wohin dann die Annahme geht und wie ich mich dann genau dahin bewege und wohin dann wiederum mein insgesamt dritter Schlag geht und wie dann wiederum eine Antwort aussehen könnte. Das heißt, wir sehen hier auf dieser Stufe 2 diese Spielzüge auswendig zu lernen. Und dann könnte man das vielleicht sogar verbinden mit den Basismustern, die Dimo besprochen hatte. Wie bewege ich mich dann ganz bestimmt von hinten links nach vorne rechts? Wie sehen die Ausfallschritte aus? Wie sehen meine technischen Ausführungen aus? Kann ich mir ganz bildlich quasi in so einem inneren Film Spielzüge vorstellen von 1 bis 4, wie sie aussehen könnten? Die müsste ich dann einfach mal aufschreiben, also beschreiben, dann auswendig lernen und könnte dann auf der dritten Stufe sagen, ich fixiere mal so bestimmte Knotenpunkte, die für mich ganz persönlich innerhalb dieses Ballwechsels wichtig sind, an denen ich mich orientieren will. Und das heißt, Knotenpunkte sind die wichtigsten Punkte innerhalb dieses Spielzuges, die für mich wichtig sind, wo ich vielleicht Schwierigkeiten habe. Es könnte zum Beispiel sein, sag ich mal, nach der Landung hinten links in der Ecke, nach der Landung direkt den Schritt nach vorne rechts zu gehen zum Beispiel, dass das vielleicht ein Knotenpunkt wäre, wo ich weiß, in der Vergangenheit, da habe ich immer Probleme, da bin ich langsam, dann setze ich das als Knotenpunkt und bringe da meine neuronale Energie intensiv hin und je häufiger ich mir dann vielleicht eine perfekte Landung mit einem schnellen Abstoß nach vorne rechts vorstelle, desto mehr bereite ich quasi meinen Kopf neuronal darauf vor und je häufiger ich diese neuronalen Schleifen nur durch intensives mir vorstellen durchlaufe, desto größere Effekte werde ich dann irgendwann wieder auf dem Feld haben, weil ich meinen Kopf darauf vorbereitet habe und dann fällt es dem Körper relativ einfach, diese neuen Bewegungsmuster in einer höheren Qualität umzusetzen. Die Stufe das ist... Hier, ja. Entschuldigung, mach die Stufe 4 gerne noch. Die Stufe 4 würde dann letztlich bedeuten, und dann komme ich zum Ende, dass diese Knotenpunkte symbolisch markiert werden. Symbolische Markierung bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, als dass ich vielleicht mir irgendwelche peppigen Worte noch dazu lege, dass ich mal wegen Landung, bam, raus. Also irgendwelche knackigen Begrifflichkeiten dazu setze, die ich dann quasi mitdenke, um quasi so Handlungsimpulse schneller zu setzen. Wenn ich diese 4 Stufen mal durchdekliniert habe für mich und das regelmäßig täglich wiederhole, dann zeigt tatsächlich auch die Forschung, dass es da sehr, sehr schöne Effekte auf eine erhöhte Leistungssteigerung gibt. Dazu können wir in einer der nächsten Badmintonstunden gerne auch noch ausführlicher sprechen, aber das könnte vielleicht ein Ausblick sein. Du bist festgenagelt. Das machen wir. Wie nennt man es dann denn? Badmintel. Badmintel, gute Idee. Ja, vielen Dank, Moritz, für die Einblicke. Wir
möchten auf jeden Fall dazu auch konkret nochmal werden und auch praxisorientiert ein paar, also mindestens eine Session dahingehend auch vorbereiten. Mit dir gemeinsam gerne, auch, aber auch mit ein, zwei Trainern vielleicht, die da auch Badminton-spezifisch konkrete Einblicke geben können. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ich möchte gerne den Abschluss finden. Wir sind etwas verzögert, aber so ist das beim ersten Mal. Wir haben geplant, dass wir immer im Wechsel ja so eine in Anführungsstrichen Theorieeinheit, Talkrunde, wie auch immer man es nennt, machen und dann dazwischen eben immer versuchen, möglichst praxisorientiert Live-Sessions anzubieten. Richtig praxisorientiert wird es auf jeden Fall am Freitag sein, wo wir eben eine Mobility-Session, Athletiktraining-Session mit dem DBV-Nationalteam live übertragen werden und ihr da auch live dabei sein könnt, euch das anschauen könnt, Kommentare zu abgeben könnt, aber natürlich auch gerne mitmachen könnt. Dafür ist es da, denn auch alle Spieler machen mit und ihr seid dazu auch herzlich eingeladen. Am kommenden Montag bei der übernächsten Session dann werden wir eine kleine Talkrunde machen mit drei Athletensprechern, nämlich Marc Zwiebler, der aktuell Athletensprecher des Weltverbandes ist, mit Kai Schäfer, der den Europäischen Verband für die Athleten vertritt, und Fabian Roth, der den DBV im DBV Athletensprecher ist. Und wir werden dort natürlich auch ganz aktuelle Themen ansprechen, neben dem Thema, was machen Sie gerade zu Hause an Training, wie ist die Karriere nach der Karriere bei Marc Zwiebler aktuell, aber natürlich auch, wie geht es weiter mit Tokio 2021 und nicht 2020, wo wir da natürlich viele interessante Themen auch mit reinbringen. Und dann sind wir weiter und weiter geplant, auch in Planung, dann die folgenden Einheiten wieder mit ganz konkreten, praktischen Themen zu bestücken, um dort auch möglichst viel Output für jedermann zu generieren. Ich sag an dieser Stelle Dankeschön und guck nochmal in den Chat. Ja, Dankeschön auch nochmal, Hannes, für die Moderation. Moritz auch von der DBV-Seite nochmal danke, dass du auch so flexibel warst. Von meiner Seite erstmal auch super, dass wir den Chat voll bekommen haben, beziehungsweise hier den Live-Raum. Ich denke, eine gute Aktion, und wir werden uns auch da verbessern, diese kleinen Haker und so weiter, Headset, guter Hinweis. Wir würden uns freuen, und ich würde mich freuen, wenn alle, die jetzt hier dabei waren, das Ganze auch weiter kräftig teilen. Wir sind auch am Überlegen, wie wir das etwas größer noch öffnen können. Und viele konnten ja jetzt noch nicht dabei sein, weil der Chatroom etwas begrenzt ist. Da würden wir uns freuen, wenn ihr den Link, Hannes wird den nochmal zur Verfügung stellen, oder wir werden den über die DBV-Seite badminton.de oder die Facebook-Seite Deutscher Badmintonverband teilen. Und es wäre super, wenn ihr das alle nochmal teilen könntet, dass wir einfach möglichst viele von unseren Mitgliedern erreichen. Vielen Dank und tschüss schon mal von meiner Seite. Sorry. Ja, danke Dimo, und auch an dieser Stelle nochmal danke Moritz, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hier auch Einblicke gegeben hast. Ein, zwei Fragen möchte ich gerne noch konkret beantworten. Am Freitag eine Trainingsmatte macht auf jeden Fall Sinn. Da auf jeden Fall auch Übungen und ja, Bewegungen auf dem Boden stattfinden werden. Und ansonsten danken wir euch für jede Rückmeldung, die wir da kriegen können. Aller Anfang ist schwer. Wir haben das jetzt ganz, ganz kurzfristig aus dem Boden gestampft und freuen uns über jedes Feedback, was wir kriegen können, und wollen da auf jeden Fall mit Nachdruck und mit Hochdruck auch weitermachen. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend und vor allen Dingen viel Gesundheit, und freue mich auf die nächste Session und auch vor allen Dingen, wenn wir wieder in die Halle können. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Danke für alles. Ciao, ciao.